Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Day 2 in einer heißen Hitze von 30 Grad. Mal gucken. Champion wurde schon gewählt. Also nichts. Nehmen wir die Burg. Die bewährt sich immer ganz gut. Welcome to Nova. Hydra am Start. Sieht an sich gut aus. Könnten ihn auch ganz groß machen, ne? Mit dem Metzger zusammen. Funktioniert das immer super. Wir machen auf jeden Fall erstmal einen Metzgerstart. Wir machen den Metzgerstart, dann die Piratenskelette dazu, damit die sich mega regenerieren. Dann machen wir Kettenheal. Mach vielleicht doch keine große Einheit, sondern mach einfach Kettenheal. Mit den Mana-Rössern. Kann das später nochmal rollen, wenn es drauf ankommt. Geile Sache. Richtig viel verkackt. Wegen der Schnecke. Da war zu gierig mit seinem Casket. Sehr schön. Ich platziere das erstmal im Split. Mana raus im Split. Hier auch meine Rösser und Angler. Eindringling. Magischer Schaden ist da. Sehr gut, sehr gut. Jeder kleine Leak bringt uns ein paar Piepen. So, wir platzieren jetzt so ein Piratenskelett. So. Piratenskelett blockt ein bisschen was, hielt sich sogar noch hoch. Mana raus macht den Schaden. Sieht aber nicht ganz so gut aus, wegen dem Robo. Aber es schaffe ich. Sehr gut. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, schick mal jetzt was rein. Ja, komm. Schick mal mit. So, ja, den Champion-Buff, stimmt. Kettenfaust.
Also wir können locker. Wir können locker auf die 6 gehen. Wir könnten auch jetzt auf die Wave gehen. Und ein bisschen Stich mit reinschicken. Meine Kaske ist am Anfang stark, aber später wird er immer schwächer. Er hat ihm sogar diese Wurfsterne gegeben. Oh, jetzt kommt der Tech Speed. Abgehakt. Bei uns sieht's gut aus. Das ist mir wichtiger, dass der steht. Das ist mir wesentlich wichtiger, als dass ich die Maske jetzt stehen lasse. Weil der halt übelst viel aushält und sich noch regeneriert. Metzger tot. Aber ist nicht so schlimm. Hier ist noch der Healing dabei. Ich habe übelst viel Healing. Kettenheal, Metzger, er heilt sich sowieso schon. Super stark. Er hat reingekackt mit seinem Casket. So wollte ich das sehen. Midi Heal. Okay, Yokai nehmen wir mit. Die Masken. Let's go, boys. So, wir haben jetzt einen Haufen. Yes, Mythium, ich meine Gold übrig. Mythium. Wir haben einen Haufen Gold gekriegt. Durch das Halten der Wave kann ich auf jeden Fall noch einen Worker in die Warteschlange packen. Ja, hau noch eine Schnecke rein. Mal gucken. Der Kasket ist maximal. Macht natürlich dadurch ordentlich Stichschaden. So, Casket weg. Ja, komm durch. Das ist gut. Dann können wir ganz entspannt auf die 9 vielleicht gehen oder auf die 10. Irgendwie sowas. So machen wir das. Ich werde meinen King ein bisschen auf. Ich gehe auf 10, weil er hat jetzt reingeschickt. Oh, Elite Archer. Das ist nächste Wave natürlich besser. Die 10 macht er ordentlich Dampf.
Und auch King-Aufwertungen dabei. Nee, noch Metzger muss nicht sein. Einer reicht vollkommen aus. Wir könnten mehr Healing machen. My ancestors. Elf, ja gut. Ich glaube, das sollte man machen. So, werfen wir den auf. Können wir hier ruhig noch zwei Masken hinstellen. Ja, können wir Dinos in der Hälfte gut was machen. Titan nehmen wir auch. Hebe ich mir aber tatsächlich auch für meine, für meinen Eiersack. My ancestors, guide me. Für meinen Eiersack hebe ich das auf. Zwei Dinos, zwei Brutes, sieht gut aus. Die können jetzt natürlich mit alles oder nichts ordentlich was reinknallen. Jawohl, Mega Ketten Heal. Ein Voreis. Den sehe ich gar nicht. Wo ist er denn? Ach, da! Ja, konnte keiner halten. War zu fett. Das wird wehtun. Auf beiden Seiten. Sack. Ja, Sack müssen wir beschützen. Damit wir uns da eine dicke Hydra rausholen können. Ja.
Machen wir so. Ja, mehr geht nicht. Oh, sieht gut aus. Sehr gut. Ach so, da den Baum. Den Baum dazu platziert. Ja, das ist natürlich schwer jetzt down zu kriegen, wenn er sich so fett regeneriert. Ja, jetzt ist zu stark jetzt schon. So, ich brauche keine Worker, weil die jetzt schicken werden. Davon bin ich überzeugt. Deswegen machen wir hier ein ordentliches Upgrade. Wir müssen theoretisch auf Stichwaves schicken. Für ihn. Bei mir ist wurscht. Geht aber auch klar. Können auf 17. Immer noch nichts. Ja, was soll ich hier anders schicken als Dinos? So. Haben wir noch eine Healing rein. Noch eine Maske dazu. Holy shit, 77 drunter. Ich habe mir ja alle Mühe gegeben. Der hat auch übelst Worker geholt. Hoffentlich können wir es halten. Sieht gar nicht schlecht aus für mich. Ja, es war klar. Oh, das sieht gut aus. Ja, ich gebe mein Bestes, das zu halten. Ja, sehr schön. Let me give you a taste. Right away. Sehr schön. Ich habe das nicht nur gehalten, sondern auch die Worker aufgeholt. Mega fett.
Ich hätte ja gar keine Ahnung. Das ist ein Mega-Healing-Baum mit einem Verheerer und der Gebieterin. Holy shit, ey. Da muss man Voreis reinquetschen. Ist einfach so. Oh, komm mit rein. Bisschen Aufprallschaden mit dazu. Gott sei Dank hat das noch rausgekriegt. Also der wäre ich auch ganz schön. Das macht unglaublich viel aus, wenn du dann vor allem reinschickst bei so viel Healing. So, hier ist sogar, zum Beispiel sogar ein Baum. Na, den Baum, der wird weggemacht dadurch. Hier, der Feuerer ist schon weg. Alles weg. Wir haben beide gehalten. Da ist alles weg. Das könnte das Ende sein. Und das ist es auch. Ein weiterer Sieg für mich. Victory. Hallo? Das gibt ein Report. So. Ja. Schick mal ab. So machen wir das nicht hier. Zwei Deutsche. Der dachte wohl, ich kann kein Deutsch. Hat nicht drauf geguckt. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.